Obwohl, komm, einen Versuch haben. Ein Versuch mal. Da muss man einmal hier hoch. Okay, scheiß drauf. So. Da muss man da runterspringen und perfekt mit Space Jump da durchgehen. Ohne diese Alarmding. Hallo? Achso, runter. Ohne die Alarmdinger zu aktivieren. So, gehen wir schon mal auf Super Missiles. So, und hier kommt gleich der Boss. Es ist... Wer könnte es anders sein als Ridley? Aber nicht der normale Ridley, sondern... Mecha Ridley? Weiß gar nicht, wie du heißt. Einfach. So, ein paar Super Missile. Wow. Don't shoot your laser. Ah. Genau, einfach mal ein paar Super Missiles da reinschießen, so. Aua. Okay, und das war's schon. 6 Super Missiles müssen dann nur treffen. Ja, wir haben Ridley besiegt und kriegen, oh, Unmengen an Energie. Yeah. So. Aber das war noch nicht alles. Was? Womit endet denn jedes Metroid-Spiel? Natürlich, mit einer Selbstzerstörung. Wer hätte es gedacht? So, runter, schnell durch, rein. War das denn zu erwarten? Natürlich war das denn zu erwarten. Das kann auch kein Dingens hier Metroid-Spiel sein, ohne in einer Selbstzerstörung zu enden. Das wäre ja unerhört. So, lass mich hier durch. Einfach jetzt durch. Zack, zack, zack. Ja, ja, lass mich durch. Stirb. Also, jetzt müssen wir nur noch zurück zu den Schiffen, die wir vorher gesehen haben. So, alles töten unterwegs. Zack. Einfach alles und jeden, der uns im Weg steht, töten. So funktioniert das hier. Gut, die da durch. Ah, ich glaube, es sieht doch gut aus. Also, ich bin jetzt bei 12 Minuten Aufnahme. Ach, Moment, was mache ich da? Obwohl, nee, das geht nicht. Das würde dann auch zu lang. Ach, whatever. 12 Minuten Aufnahme. Also ich, in 4 Minuten bin ich hier so oder so raus. Also ich glaube, es könnte doch klappen mit den unter 2 Stunden. Also ich würde es jedenfalls hoffen. Okay, hier hätte ich eine Powerbombe einsetzen können. Ich habe ja noch eine. So, frisst Raketen. Bomben. Whatever. So, da kann ich nicht durch. So, hier stimmt einfach. Ach, warum schieße ich auf die Dinge eigentlich noch? Ich kann die doch eh mit der Screw Attack töten. So. Wach auf. Und geh, 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 geh. Ach, zu viel Schaden. Ich brauche meine Energie noch. Ich muss gleich noch einen kleinen bösen Kampf machen. Kann man jetzt schon? Ey. Penner. 2 gegen die beiden Kollegen. Und die tun mir scheiße weh. So, einer weg. Und zweiter weg. Geh auf. Und. Ja, ja, verpiss dich. So, und rein, Samus. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind in der Fluchtkapsel. Dann wollen wir nochmal abheben. Ey, hör auf, uns aufs Schiff zu schießen. Verpiss dich. Und tschüss. Tja, du konntest uns auch nicht mehr aufhalten. Klappe auf. Wir fliegen raus. Und das Ding fliegt in die Luft. Was man dann später in Super Metroid und ich glaube in Metroid Prime auch unter anderem besuchen kann. Ja, erst in Metroid Prime und dann in Super Metroid. Weil man ja im Super Metroid Planet C ein bisschen in die Luft jagt. Mission abgeschlossen. Yeah. So, hoffentlich sind die Credits jetzt wenig kürzer als 6 Minuten. Ansonsten müsste ich irgendwie vorspulen. Gut, was gibt's am Sagen? So, jetzt habe ich das... noch eine... Das zweite Metroid für den Game Boy Advance auch gespielt. Und ich glaube...
Andere Metroid-Spiele werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also Metroid 1 und 2 glaube ich kaum. Was sag ich ja, Metroid 1? Das ist ja Metroid 1, was ich hier gerade gespielt habe. Metroid 2 glaube ich nicht, dass ich das spiele. Und die Metroids für die GameCube oder Wii? Na, wahrscheinlich auch nicht. Nein. Also wird's vorerst hier das letzte Metroid-Spiel gewesen sein, was ich spiele. Und es ist ein ganz schönes Debug. Also von meiner Glück eigentlich gerade gute Arbeit geleistet. Mit dem einen Grafik-Bug da unten. Was? Die Credits sind schon um? Doch nicht. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Obwohl, ich bin ja immer noch in Video 12. Und solange das Video nicht zu Ende ist, sind noch keine 120 Minuten vergangen. Also sollte ich es theoretisch geschafft haben. Hoffe ich mal. Ich hoffe es ganz stark. Naja, aber eigentlich doch. Wenn ich insgesamt Zeit, Aufnahmezeit unter 120 Minuten geblieben bin, dann wird das Spiel ja wohl auch einfach unter 120 Minuten geschafft sein. Klingt logisch, ja. All rights, including the copyrights of games, scenario, music and program reserved by Nintendo. So, kann ich jetzt hier raus? Wir sehen nochmal diese große Statue. Da, wo wir eben waren. Und da unten noch eine kleine Kritzelei. Mit Samus und dem alten Chozo und einem anderen Chozo. Warum sind die Chozos Vögel? Naja, wie auch immer, es sind einfach Vögel. So, und hier kommt das Ergebnis. Samus, zeig uns deinen Körper. Zieh dich aus, kleine Maus. Und weiter? Ich wollte mehr von dir sehen. Benötigte Zeit? Was? 1,22? Was? 57%, oh. Du siehst schön aus, Samus. Hä? 1,22? Ich habe 12 Videos gespielt. Jedes Video war im Schnitt 10 Minuten lang. Und ich würde allerhöchstens vielleicht 5 bis 10 Minuten für die Cutscenes oder so rausstreichen, aber wo sind die restlichen 20 Minuten hin? Hä? Naja, wie auch immer, ich hab's in unter 2 Minuten, 2 Minuten, ja. Ich hab's in unter 2 Stunden geschafft und... Yeah, die Galerie ist nun offen. Original Metroid. Hm? Original? Ach ja, stimmt, das kann man ja jetzt auch. Jetzt kann man das Original Metroid Spiel. Start. Da kann man kurz mal reingucken. Das ist unsere alte Samus. So sah sie früher mal aus. Ein knackiges Gerüst. Ja! Ich hab Morphball! Schon wieder! Zack. Wie sieht der Morphball aus? Was? Moment. Sie kann sich hier nicht hinknien. Was ist das denn? Tick, tick, tick. Wow! Homing-Gegner. Folg mich. Yeah. Und ich habe nur 30 Energie. Wow. Und ich kann nicht schräg schießen. Naja, wie auch immer. Raus hier. Kann ich nicht. Egal. Kann ich überhaupt... Und ich kann auch nicht nach unten schießen. Ich kann nur nach links und oben... Links, rechts, oben schießen. Hahaha. Das war sicher um einiges schwerer damals. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin explodiert! Wie geil! Was? Nein. Das war ja aber schön, ich bin explodiert! Okay, da gucken wir nochmal kurz in die Galerie rein. Noch ein bisschen Zeit ist ja da. Ach so, dann zeigt er nochmal die Endbilder. Oh, ich hab eins. Hm? Samus sieht schön aus. Ja. Yeah. Okay, dann war's das mit. Ja. Metroid Zero Mission. Wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten. Bis dann. Ciao.